Ich liebe es, wenn ich mit Profis über verschiedene Bereiche aus dem großen Themenfeld Musik machen reden kann. Zum Beispiel über das Thema Selbstvermarktung im Jahre 2020. Und ich hatte letzte Woche bei der Studioszene der virtuellen Messe der Zeitung Sound & Recording das große Vergnügen, mit Jan Löchel, Musiker, Komponist und Produzent aus Münster, und mit John Sein, DJ, Producer und Labelbetreiber aus Düsseldorf, genau über dieses Thema zu reden. Falls du das verpasst haben solltest, hast du jetzt nochmal Gelegenheit, da reinzuschauen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventkalender. Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem kleinen Talk hier in der Studioszene 2020 zum Thema Selbstvermarktung. Ich bin Jonas vom Recording Blog. Du findest meinen YouTube-Kanal bei YouTube, wenn du Recording Blog eingibst. Da veröffentliche ich wöchentlich jede Menge Videos über die Musik, über Musik machen, über alles, was im Prinzip damit zu tun hat, im Heimstudio selber Musik aufzunehmen. Und ich bin in der glücklichen Lage, heute zwei Profis an meiner Seite zu haben, denn wir wollen über Selbstvermarktung reden. Selbstvermarktung ist für den Hobbymusiker nicht die primäre Antriebsfeder, um Musik zu machen. Aber in diesem Fall habe ich jetzt mal zwei Profis an meiner Seite, namentlich Jan Löchel aus Münster, Singer, Songwriter, Komponist, Produzent etc. pp. Und John Sein aus Düsseldorf, täglicher Vlogger bei YouTube, sehr empfohlen reinzuschauen auf jeden Fall. DJ und Producer, auch als Ghost-Producer gearbeitet. Schön, dass ihr beide dabei seid. Hallo, vielen Dank. Hey, hallo. Wunderbar. Unser Thema ist heute Selbstvermarktung. Wir haben dahinter geschrieben Selbstvermarktung 2020, aber prinzipiell geht es mir persönlich eher um Selbstvermarktung generell. Denn wie gesagt, die Antriebsfeder von einem Musiker im Heimstudio ist jetzt erstmal nicht Selbstvermarktung, sondern Veröffentlichung. Und da muss man ja unterscheiden zwischen Veröffentlichen und Vermarkten. Veröffentlichen ist einfach Musik raushauen, kann jeder bei Soundcloud, oder du machst irgendwie DistroKid, kriegst das alles in die Stores, zu Spotify und so weiter. Selbstvermarktung bedeutet ja in dem Zusammenhang dann aber, dass man damit auch Geld verdient. Möchte oder sogar muss, weil man das beruflich macht. Ich mache es jetzt nicht beruflich, aber Jan und John sind Profimusiker und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Und ich fange mal mit Jan an. Jan, du bist schon etwas länger unterwegs gestartet. Ich glaube, deine ersten kommerziellen Erfolge hast du Anfang der 90er auch mit im Windschatten und aber auch parallel zu den H-Blocks und dann aber auch auf den vielen Dancebühnen dieser Welt gefeiert. Ist das richtig? Oh, das ist schwierig. Also ich habe, glaube ich, Mitte der 90er meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Damals war das ja noch so Demos machen, damit wollte ich unbedingt Sänger werden. Irgendwann hat es mich dann eher so ein bisschen in die Studios, in den Hintergrund verschlagen. Genau, H-Blocks habe ich viele Platten mit produziert. Und irgendwann wurde ich so ein bisschen Anfang der 2000er, habe ich sehr viel so Ghostwriting und Topline-Writing gemacht für viele Artists. Und das wurde dann immer auch ein bisschen elektronischer. Und zum Ausgleich habe ich dann wieder viel Band-Sachen produziert und geschrieben und mit Künstlern zusammengearbeitet. Also so ein bunter, immer wenn ich selber drüber rede, muss ich mich sehr darauf konzentrieren, was erzähle ich jetzt eigentlich? Also es war sehr bunt durcheinander. Ja, aber deine Position ist dann für eine ganze Zeit lang eigentlich neben die Bühne oder hinter die Bühne gewandert, indem du eben Ghost geschrieben hast. Du hast auch mit Christina Stürmer zusammengearbeitet, mit diversen anderen Leuten im deutschsprachigen Raum warst auch Vocal Coach Sideman bei The Voice of Germany für die Boss Hoss. Genau, da habe ich ein paar Staffeln als Berater und Sidecoach von Boss Hoss und genau. Ja, unter anderem auch standet ihr hinter dieser super Veröffentlichung von Ivy Quaino, die fast für mich persönlich in einem James-Bond-Film hätte stattfinden können. Und bist dann aber aus der ganzen Rutsche wieder raus, wir sind ja bei Selbstvermarktung, hast wieder den Künstler, den Musiker in dir entdeckt und dann wieder deine eigene Musik gemacht und wieder zu dir selbst gefunden und dann natürlich auch mit dem Anspruch, diese Musik ja selbst zu vermarkten. Ist das richtig? Mhm. Ja, ich hatte natürlich mir so ein Bild machen können, wie das ist, wenn die Industrie Musik vermarktet, und natürlich da auch die Vorteile, aber vielleicht ab und zu eben auch die langen Wege gesehen. Und mich hat das mal gereizt, wie das ist, wenn man so alles selber in der Hand hat und natürlich auch Kompromisse eingehen muss, aber tatsächlich wirklich genau weiß, okay, gehe ich jetzt physisch. Da 2015 bin ich dann auf Tour gegangen, habe ganz viele Künstler supported, habe sehr viele Touren gespielt und habe halt tatsächlich damals eben noch sehr viel physische Tonträger, also CDs und Vinyl, die ich dann selber gepresst habe und habe herstellen lassen, produziert habe, habe ich dann tatsächlich vor allen Dingen nach dem Gig verkauft. Das war noch sehr physisch, das hat sich natürlich in den letzten
5 Jahren schon stark verändert. Das muss man der sagen. Klassischer Weg, der mit viel Arbeit verbunden ist. Und John, ich meine, dein Leben ist auch mit viel Arbeit verbunden. Du bist ja täglicher Videologger bei YouTube und täglich, Respekt. Ich bin gerade für mich persönlich im Recording-Blog in einem Adventskalender. Das heißt, ich produziere jeden Tag ein Video und ich kriege nur so einen kleinen Vorgeschmack von dem, was du 2015 gestartet hast. Ja. Ich habe mir gestern dein erstes Video nochmal angeguckt und da stellst du dich vor, dass ich bin John Zine. Ich bin DJ, Ghost Producer und mache jetzt wieder mein eigenes Zeug. Was ist seit 2015 passiert, außer dass du täglich quasi eine Kamera voll quatscht, das schneidest und veröffentlichst? Ah, ist viel passiert. Also damals war halt wirklich der Startschuss so, ich habe für andere Leute produziert, was mich frustriert hat, weil die anderen weitergekommen sind als ich. Und ich habe eigentlich als klassischer DJ angefangen, bin zum Produzieren, dann zum Ghost Produzieren. Und alle, für die ich Ghost produziert habe, haben dann angefangen, Gigs zu bekommen und ich nicht, obwohl ich mit dem Produzieren teils auch für Gigs irgendwie gestartet habe, weil irgendwann der Punkt kam, wo du als lokaler DJ nichts mehr machen konntest ohne Releases. Und bei den anderen hat es geklappt. Und dann war halt wirklich damals so der Punkt für mich, ich höre jetzt auf damit. Und damit ich bloß nicht wieder verlockend Ghost produziere, was halt Geld bringt und einem irgendwie so über Wasser hält, mache ich das Ganze einfach öffentlich in einem Video und mache der Welt klar, das ist jetzt vorbei. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und dokumentiere das. Und am Anfang tatsächlich dann nur wöchentlich, weil so die Idee mit täglich hatte ich noch gar nicht. Das ist auch, wie auch. Wenn man noch, ich habe ja vorher noch nie irgendwas gefilmt oder was. Das war halt wöchentlich. Ich habe meine Woche zusammengefasst. Und irgendwann dachte ich mir so, was wäre denn, wenn ich das täglich mache? Weil du dann mehr Zeit hast und wesentlich detaillierter auf das, was an dem Tag passiert, eingehen kannst. Habe damit angefangen, eigentlich nur für einen Monat. Und jetzt mache ich es irgendwie immer noch, weil das so in meinen Alltag verwoben ist, dass das irgendwie klappt. Aber es war halt ein Lernprozess. Und in den Jahren ist halt viel passiert. Ich habe irgendwann Management bekommen, das nicht so korrekt mir gegenüber war. Bin da wieder raus. Habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich alles richtig und alleine, ohne andere Hilfe. Habe ein eigenes Label gegründet, Künstler unter Vertrag genommen, die erste Person eingestellt, die mir dann so ein bisschen geholfen hat. Das war eigentlich so ein Riesenschritt, sobald man für jemand anderen noch verantwortlich ist irgendwie. Dann war halt das Problem, wir saßen in einem kleinen Studio zu zweit, er auf einem Pappkarton E-Mails gemacht, Musik. Dann musste halt ein größeres Studio her. Neues Studio, das Label weiter ausgebaut, mehr Künstler unter Vertrag genommen, der YouTube-Channel wächst. Also eigentlich alles so auf Bahnen gelenkt und einfach möglichst versucht wachsen zu lassen über die Jahre. Das heißt aber, deine Motivation quasi, deine Musik dann selbst zu vermarkten, dich eben nicht in die Hände von anderen zu begeben, war im Prinzip, verlass dich auf andere und du bist verlassen. Ja, also Frust einfach, weil du als kleiner, armer Musiker dein ganzes Geld in Equipment, Know-how und Zeit reinsteckst, um diese Musik zu machen, die auch dann irgendwann gut genug war, wo man sagen konnte, okay, damit kann man Geld verdienen. Aber dann scheitert es daran, dass ein Label das veröffentlicht und dir das Geld nicht gibt. Und das frustriert halt. Du steckst so viele Stunden da rein und läufst deinem Geld hinterher, kriegst komische Abrechnungen, kriegst gar keine Abrechnung, wenn du nicht fragst. Wenn du mit dem Anwalt drohst, kommt dann doch irgendwann eine Abrechnung. Ist dann aber eine Minusrechnung, weil das Label ja angeblich so und so viel 100 Euro in Vermarktung gesteckt hat. Was nie passiert, oder was zumindest meines Wissens nach, wovon ich nichts gesehen habe. So. Mastering-Kosten sehr erhöht, irgendwelche Fees und so. Also wirklich abstrus, wo ich mir dachte, na gut, bei Spotify hochladen, das kriege ich auch alleine hin. Ja, und Jan, um auf dich zu kommen, du hast ja früher auch physisch veröffentlicht. Ich meine, ich kenne Plattenverträge von früher, wo du ja mit Prozenten beteiligt wird, die ja nichts mit dem Aufwand zu tun hat, den du eigentlich selber betreibst, um die Musik zusammenzukriegen. Da gab es ja wahrscheinlich dann auch irgendwann, wo man gedacht hat, okay, jetzt gibt es Eigenvermarktungsplattformen, ja super, jetzt verdiene ich endlich mal so viel, wie ich könnte mit meiner Musik. Auf der anderen Seite stellt man dann aber auch erstmal fest, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Ne? Genau. Ja, ich glaube, so in den, als es bei mir so anfing in den 90ern, Hochzeit vom Musikfernsehen, war es tatsächlich so, dass es einfach Sachen waren, damals, wo die Plattenfirma, also gerade auch die Majors, wenn es wirklich darum ging, Albumkünstler zu betreuen als Produzent, dann war es wirklich so, dass man natürlich, dass da Videos gedreht werden mussten, die man nicht mal eben so selber machte. So, und da Kosten und auch in die Promotion sicher einen Aufwand und Kosten flossen, die man eben so selber nicht stemmen konnte. Und das hat sich eben mit der Zeit natürlich einfach total verändert. Gerade auch mit der Möglichkeit, visuelle Sachen einfach selber zu produzieren. Ist natürlich eine Promotion-Plattform neben den Social Medias dazugekommen,
wo man natürlich sich irgendwann überlegen muss, aber das, was ich da eigentlich als kleinen Share bekomme für eine Produktion, was passiert eigentlich mit den 90%, die anderen, beziehungsweise was machen denn die für die 90%, die woanders hingehen, so. Und das ist auf jeden Fall ein Umdenken. Ich glaube, es ist schon sehr spezifisch, was die Musikrichtung angeht. Also es gibt sicher heute noch so im Mainstream-Pop-Bereich Sachen, wo man, was die Promotion angeht, schon noch mal ein bisschen anders rangehen muss. Aber ich denke, John, bei dir, also wenn es alles, was so elektronisch clubbasiert und dann aber weltweit groß werden kann, theoretisch, das findet natürlich, gerade wenn es internationale Musik ist, findet dann manchmal eben den Weg. Und da sind, glaube ich, so diese alten Strukturen nicht unbedingt nötig. So. Ja, also definitiv nicht. Im Grunde genommen, also die Macht der Labels ist so ein bisschen weg seit Spotify. Früher konnte ein Label Künstler wirklich formen, machen, groß machen, auch einen schlechten Künstler pushen. Die hatten wirklich alle freie Hand, weil die einfach so die Gatekeeper waren, die selektiert haben, was überhaupt durchkommt. Aber heutzutage selektiert nicht mehr der A&R oder das Label, sondern einfach das Internet. Also wenn die Leute entscheiden, dass gerade auf TikTok dieses bescheuerte Lied gerade super ist, dann ist das halt auch für die Majors super und dann wollen die das haben und einfach das dann an den Start bringen. Also eigentlich dieser A&R Selection, dieser Prozess eigentlich, das findet nicht mehr statt, vom Label gesteuert, das Internet macht das. Und daher braucht man die auch eigentlich nicht. Oder erst, wenn man an einem Punkt ist, wo es selbst einfach nicht mehr zu handeln ist. Also ich würde jedem beginnenden Musiker empfehlen, einfach das erstmal selbst zu machen. Weil wenn du es selbst nicht an einen gewissen Punkt bekommst, warum sollten andere Leute dir helfen oder sich dafür interessieren? Also die großen Labels denken halt auch nur ans Geld und nehmen das, was schon funktioniert. Ja, aber da hat sich das oder eben deren Share ist dann in dem Moment so groß, dass du dich natürlich fragen musst, warte mal, mache ich es jetzt für Ruhm und Ehre oder mache ich es dafür, dass ich mir auch eine wirtschaftliche Basis aufbauen möchte? Das Schlimme ist, dass die meist bei einem kleinen Künstler, wo sie vielleicht Potenzial sehen, extrem viel an Share selbst nehmen und dann trotzdem nichts für den Künstler machen. Das ist das Problem. Also es gibt sicherlich Labels, die nehmen fairen Share und machen viel für ihre Künstler, aber die meisten spekulieren einfach, weil sie es auch nicht mehr so in der Hand haben. Wie gesagt, das Internet entdeckt die Leute und Spotify entdeckt die Leute. Also auch ein Riesenlabel hat manchmal ein starkes Thema und es passiert nichts, weil Spotify das einfach nicht in die Playlisten packt. Und das war's. Ja, aber dieses Proaktive, was der A&R dann früher gemacht hat, was du gerade angesprochen hast, John, dass der das Talent entdeckt hat, gepusht hat, hochgebracht hat, rausgebracht hat, irgendwie im Windschatten vielleicht sogar von einem Künstler hochgezogen. Sagen wir mal, Sascha ist ja auch in einem Windschatten von einem Künstler großgezogen worden, erst als Zeitsänger, dann als Hauptsänger und so weiter. Das hat sich umgedreht. Ne? Das Internet ist jetzt quasi die Plattform, die Demokratisierung quasi dieses Mediums, sowohl was diesen Videobereich angeht. Ich meine, wir sind ja die besten Beispiele dafür, machen ja alle Videos mittlerweile selber. Das war ja früher auch mit viel Geld verbunden. Und die Möglichkeiten eben selber bei Spotify reinzukriegen. Früher war es ja gar nicht möglich. Also es war möglich, eine eigene Vinylplatte zu machen, aber am Ende des Tages musstest du dafür so viel Geld aufbringen, dass es gar nicht mehr ging. Selbst das ist ja heutzutage möglich. Jetzt bist du aber, John, als Labelbetreiber ja trotzdem so eine Art A&R. Ne? Du kriegst ja auch jede Menge Tracks zugeschickt. Das heißt, im Prinzip suchst du auch dafür dein Label ja wieder Künstler aus, die es dann anscheinend ja doch nicht selber machen wollen, oder? Unser Label ist sehr, sehr klein. Also wenn man das jetzt mit irgendeinem anderen elektronischen Label vergleicht, da liegen Welten zwischen. Im Grunde genommen, wenn Leute mir eine Demo schicken, die mir passt, dann telefoniere ich meist mit denen oder schreibe E-Mails hin und her und sage denen ganz offen und ehrlich, hört mal zu, wir können euren Song auf so eine gewisse Plattform heben, eine ganz kleine, mit unseren Möglichkeiten und wir packen auch Geld wirklich dann da rein. Aber ob der Song jetzt 10.000 Plays hat oder 100.000 oder 500.000, das hängt nicht mehr von uns ab, das hängt vom Song ab und der Rest ist irgendwie so Spotify-Glück, nenne ich jetzt mal. Packt der Algorithmus das. Und ich sage den Künstlern auch immer, rechnet nicht damit, dass euer einer Song was bringt, sondern bitte macht irgendwie 5, 6 oder 10 im Jahr. Einer von denen wird sicherlich durchstarten, wenn ihr gute Sachen macht. Aber ein Song ist halt wie ein Loskaufen, es bringt nichts. Ja. Aber deine, ich meine, wenn wir dir jetzt mal den Künstler John Sine nehmen, ne? Du hast diesen täglichen Vlog und in den Zwischensequenzen zwischen den einzelnen Teilen, die du gestaltest, läuft ja immer ein Track von dir. Underwater läuft ja relativ lange schon da. Hat das denn einen Impact dann dafür, dass die Leute dann bei Spotify klicken oder ist das, nehmen die das so mit? Ich glaube relativ wenig, weil die Klickzahlen, die ich auf den Videos habe, wo die Musik
läuft, ist relativ gering im Verhältnis zu der Gesamtzahl, die ich auf den Songs so habe. Also sagen wir jetzt, keine Ahnung, 10.000 Leute gucken das Video, dann vielleicht 1% davon findet den Song so cool, dass sie danach suchen, bei Spotify klicken und sich das dann anhören. Der Weg ist einfach zu weit. Ja. Die Leute bleiben meist auf YouTube, die gerade auf YouTube gucken. Die gucken nach meinem Video ein anderes Video und gehen nicht auf Spotify. Es ist also dieses von einer Plattform zur anderen ist schwierig, liegt am Nutzer, liegt aber auch daran, dass die Plattformen es schwer machen. Das selten weniger. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Musik im Hintergrund läuft, bringt viel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache und erkläre, wie ich den Song gemacht habe, also ein spezielles Video für den Song, bin ich mir sicher, dass irgendwie ein Fünftel der Leute sicherlich zu Spotify geht und sich den auch nochmal so in voller Länge anhört, um einfach alles, worüber ich geredet habe und was ich gezeigt habe, erfassen zu können. Das ja. Aber im Verhältnis zu dem, was die Songs so an Klicks bringen über Spotify an für sich und die Promo, die wir sonst noch machen, ist das ein relativ kleiner Teil. Aber darf ich fragen, du sagst gerade, dass die Plattform das natürlich auch so ein bisschen schwierig machen. Das heißt, Spotify hat natürlich, beziehungsweise YouTube hat nicht unbedingt Interesse daran, dass der Hörer YouTube verlässt. Also sprich, deine Verlinkung bringt dann auch nichts. Oder wie gehst du es dann an? Also wenig. Also sagen wir, ich mache jetzt ein Video über den Song und sage, hey, in der Beschreibung könnt ihr euch den Song anhören. Dann zumindest auf mobilen Geräten kommt ja immer noch so eine Zwischenseite von YouTube, die erschwert das ein. Um in die Beschreibung zu kommen, musst du klicken. Also bis du bei Spotify bist und meinen Song hörst, bist du 4-5 Klicks entfernt. Und das ist relativ viel und viele Leute springen ab. Nebenan poppt ein anderes Thumbnail auf, das sehr reißerisch aussieht, dann klicken die eher da drauf. Also das ist relativ schwierig. Also es ist ein geringer Prozentsatz, der darüber wechselt. Also es ist nicht das, worauf ich hauptsächlich dann baue. John, jetzt erzählst du zwischendurch, aber wir kriegen gerade eine Frage rein von Andreas, ich schaue mal kurz. Danke, brauche ich heute noch ein Label, wenn man über die Distributionsdienstleister auch auf die Portale kommt? Ja, die Distributionsportale gibt es ja, man kann bei DistroKid oder wie sie alle heißen, kann man seine Musik reinspielen, kommt auf alle Portale. Aber das bringt mich zu der Frage, die ich dir auch gerade stellen wollte, John. Du berichtest in deinen Videos immer mal wieder, dass deine Spotify-Zahlen so langsam besser werden und mehr Klicks und so weiter. Worauf führst du das hin zurück, auf deine regelmäßige Veröffentlichungsarbeit? Bedienst du den Algorithmus oder den Geschmack besser oder wird deine Musik besser oder besser angenommen? Man muss die richtigen Leute kennen und die lernt man mit der Zeit kennen und die richtigen Leute haben selbst Playlisten und helfen einem dann. Also es gibt Leute, die haben private Playlisten, die sind sehr, sehr, sehr stark und wenn du dich mit denen gut stellst und für die mal was machst und die wieder was für dich, rutscht man da rein. Also das ist eigentlich so, was ich jedem Anfänger, der seine eigene Musik vermarkten will oder einfach viele Plays bei Spotify kriegen will, empfehlen würde, sind halt an Leute ranzutreten, die private Playlisten haben und den Song pushen können, weil an Spotify selbst kommst du nicht ran, nicht als kleiner Künstler, niemals, auch die Majors haben es sehr schwierig, weil Spotify halt neutral bleiben will, die privaten Playlisten sind im Moment so der heilige Gral in der Musik. So, aber heißt das, dass einige Leute ihre privaten Playlisten zu einem Beruf gemacht haben. Ich erinnere mich an einen Kanal bei YouTube, den ich vor 5-6 Jahren mal bedient habe und kennengelernt habe, als sie so 5-6.000 Abonnenten hatten. Die hießen Cover Nation. Die haben mittlerweile 1, irgendwas Millionen Abonnenten und die haben es zu einem Geschäftsmodell gemacht, dann quasi Cover von Privatleuten da reinzustellen, nehmen dann da irgendwie 500.000, 2.000 Euro für, dass du bei denen stattfindest und du hast dann eine gewisse Anzahl an garantierten Klicks. Ist das dann auch ein Berufsbild bei Spotify? Private Playlist-Betreiber? Ja, also ich würde sagen, so der stärkste Job, den man gerade im Musikbusiness haben kann, ist Kurator bei Spotify für Spotify-Playlisten zu sein und auf Platz 2 wäre, große, starke, private Playlisten zu haben. Das ist, dann bist du der King, dann regelst du alles, dann wollen alle was von dir. Das heißt, als Label brauchst du dann die Kohlen, die du sonst für Vermarktung gebraucht hast, die brauchst du dann als Schmiergeld quasi für private Playlists. Ja, exakt. Also ich würde sagen, dass viele Labels das auch machen. Die bezahlen private Playlisten für Placings. Okay. Wird einfach das heißt, dadurch wird der Algorithmus dann wieder angefüttert, dadurch, dass du da stattfindest. Und damit steigt natürlich auch deine Chance, dass du in die kuratierten Spotify-Playlisten da eine Rolle spielst für neue Releases. Regelmäßigkeit macht bei dir, inwiefern, wie gehst du da vor? Hast du ganz bestimmte regelmäßige VÖ-Zeiten so? Also, dass du sagst, irgendwie auch alle zwei Wochen muss ein Track?
Nee, leider nicht. Also ich bin ein bisschen hinterher, weil ich halt auch die Videos mache und alles andere. Ja. Und jetzt 2020 war auch nicht so das Jahr, wo ich mich gefühlt habe, irgendwie Clubmusik zu releasen. Das ist einfach so ein bisschen mau, so, es kann keiner spielen. Es findet bei Beatport nicht statt. Dieses Jahr habe ich halt mich auf andere Sachen dann irgendwie ein bisschen fokussiert und konzentriert, um einfach trotzdem weiterzukommen. Aber ja, ich würde jemanden am Anfang empfehlen, schon mindestens 6 Lieder im Jahr zu machen, alle 2 Monate. Alle 2 bis 1,5 Monate, je größer man als Künstler ist und je mehr man im Gespräch ist wegen anderen Sachen, zum Beispiel eine Taylor Swift, die jetzt immer so im Gespräch ist wegen irgendeinem anderen Hack-Mack, den sie macht, braucht halt nicht jeden Monat einen Song. Aber als kleiner Künstler würde ich schon sagen, alle 1,5 bis 2 Monate sollte was passieren. Inwieweit das den Algorithmus triggert, das weiß ich nicht. Jetzt ist Spotify ja ein relativ junges Medium. Die Musik, die bei Spotify gespielt wird, ist auch verhältnismäßig jung. Jan, du machst Singer-Songwriter-Musik. Ein Mann, eine Gitarre und eher ruhige Musik, die du machst. Ist denn das Spotify überhaupt ein Zielmedium, was du anstrebst? Oder sagst du, nee, Spotify ist Beiwerk, aber mein Teil findet eigentlich live statt in der Kommunikation mit den Leuten? Ich finde Spotify da total spannend. Also Spotify ist auch definitiv für die Musik, die ich mag und die ich vielleicht auch selber mache, ist die, da ist diese Musik sogar auch sehr stark. Natürlich ist es immer was anderes, wenn du aus Deutschland kommst und englischsprachige Indie-Folk, sehr moody Musik machst. Die findet auf Spotify tierisch, das ist unglaublich gute Playlisten, die ich natürlich nicht reinkomme. So, und dementsprechend ist es für mich aber, wie viele andere Portale eben auch, eine gute Möglichkeit, mich zu zeigen. Und ich muss sagen, dass mich eben gerade nachdem ich in erster Linie wirklich im Hintergrund gearbeitet habe und immer das primäre Ziel war, als Produzent oder als Songwriter, das muss funktionieren, habe ich irgendwann mal wieder so ein bisschen die Sehnsucht gehabt, mal, dass das nicht alles nur funktionieren muss, sondern auch was damit zu tun haben soll, warum ich mal angefangen habe, Musik zu machen. Und habe gemerkt, dass natürlich das Live-Spielen, dass ich definitiv, auch da ist 2020 ein schwieriges Jahr, gebe ich zu, aber dass da einfach ein Potenzial liegt, was gar nicht so uninteressant ist. Also sprich, ich glaube, man muss sehr rausfinden, was sein Publikum ist so und was man eben bereit ist, eben auch an Content liefern zu können. So, wenn du halt sagst, ich mache jeden Tag ein Video und machst es so gut und so konsequent, wie John es macht, dann ist YouTube wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Medium und sehr vielversprechend und sehr, sehr nachhaltig. Und ich, für mich war es wahrscheinlich eher das Live-Spielen. Und so hatte ich zum Beispiel in diesem Sommer 2020 die Möglichkeit, weil ich eben alleine mit einer Gitarre losfahren kann und spielen kann, relativ viele und auch gar nicht so unlukrative Auftritte zu spielen. Ja, was für John ja gar nicht gegeben ist, ne? Also John, du konntest dein Deck nicht einpacken und losziehen. Es gab einfach keine Möglichkeiten, ne? Ich hatte einen einzigen Auftritt in 2020 auf so einer Convention für Business, Streaming, Hintergrundmusik, 1/2 Stunde. Fahrstuhl Classics oder was? Ich durfte nicht mal den Sound laut spielen, weil die währenddessen noch in dem Nebenraum was gefilmt haben. Das heißt, meine Musik wurde im Stream drunter, also total unnötig. War lustig, hat Spaß gemacht und so, aber im Vergleich zu einem Clubauftritt, wo Leute vor dir stehen und die Musik laut ist, nee, also viele meiner Kollegen machen viel von den Streaming-Sachen, um irgendwie präsent zu sein. Bis auf diese eine Sache, die halt auch bezahlt war, habe ich alles andere sein lassen, also keine Livestream-Sets und so, weil das macht mir keinen Spaß und ich fokussiere mich dann lieber darauf, Musik zu machen oder den YouTube-Channel ein bisschen besser zu machen. Es gibt genug andere Baustellen und Gigs waren bei mir auch nie die Haupteinnahmequelle. Ja, diese Livestream-Geschichte, sind das dann bezahlte Geschichten, die Kollegen gemacht haben oder sind das auch so Sachen wie Just for Laughs? Mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass Musik hat ja über die Jahre seit der Erfindung des MP3-Formats sowieso schon furchtbar an Wert verloren. Also es wird überhaupt nicht mehr das an Geld aufgebracht, was Musik früher mal wert war und heute auch immer noch wert ist. Und gerade die Corona-Zeit hat in meiner Einschätzung ja dazu geführt, dass noch viel mehr wirklich gute Musik auch
kostenlos an die Leute rausgegeben ist. Viele Künstler, viele Musiker sind ja großzügig gewesen, haben gesagt, wir müssen die Stimmung oben halten, wir geben euch und so weiter und so fort. Aber im Gegenzug ist nichts gekommen mit dem Ergebnis, das gefühlt für mich auf jeden Fall Ende 2020 Musik noch weniger, den Leuten noch weniger Geld wert ist, als es vorher schon gewesen ist. Und haben sich die Musiker da vielleicht sogar ins eigene Knie geschossen, indem sie Musik kostenlos rausgehauen haben? Oder was meint ihr? Also man muss unterscheiden zwischen den großen Musikern, also ein David Guetta, der macht das, um präsent zu bleiben, Punkt aus. Dem ist das egal, ob das Geld bringt, nicht Geld bringt, was in den nächsten 10 Jahren ist, auch egal, der ist, hat ausgesorgt. Für kleine Musiker ist diese Streaming-Sache eh nicht wirklich eine Möglichkeit, weil wenn du nur 50 Fans hast, die dann noch zu einem Livestream zu kriegen, dass die zu der Zeit einschalten und so, es bringt weder Geld noch wirklich Aufmerksamkeit in dem Sinne. Ich glaube, viele haben es einfach auch aus Spaß gemacht, weil wenn du es gewohnt bist, jedes Wochenende aufzulegen und das wegfällt, ist ja auch irgendwie langweilig. Und am Anfang haben es ja auch viele gemacht. Mittlerweile ist das ja auch fast weg, weil auch das übersättigt war. Also das war eher das Problem. Es haben so viele live gestreamt, dass du gar nicht mehr wusstest, wo du zuschauen solltest. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen weg. Also ich höre kaum noch von Leuten so, hey, hier, schau dir meinen Livestream an. Das ist aber ein bisschen weg, ja, tatsächlich. Und es gibt Leute, die eigene Konzerte veranstalten. Jan, du bist so jemand, der tatsächlich ein Live-Konzert veranstaltet, witzigerweise oder interessanterweise morgen, also für alle Zuschauer, die... Entschuldigung, habe ich das falsch im Kopf. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Sag's noch einmal bitte, den letzten Satz. Magst du erzählen, wie es dazu kam, mein Lieber? Genau. Nee, also ich habe zum Beispiel... ich habe ein bisschen Erfahrung gemacht über den Sommer, dass ich habe in meiner Facebook-Gruppe für einen sehr begrenzten Kreis aus dem Wald meistens Konzerte gespielt. Da haben sich Leute zusammengefunden, die so einmal die Woche zusammenkamen. Und es war, da muss ich allerdings sagen, dass die Leute halt wahnsinnig dabei bleiben und es mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich jetzt das Experiment mal so wage zu sagen, was ist denn, wenn ich mache nächsten Sonntag am 4. Advent aus einer Kirche einen Livestream mit 2, 3 Kameras, nicht überkandidelt, aber ein bisschen schöner als nur Facebook Live, wird auf YouTube sein. Und ich habe mir mal überlegt, wie kann es denn sein, wenn man dafür Tickets verkauft? Also sprich, theoretisch kann natürlich jeder diesen privaten Link dann weitergeben. Aber ich habe es über Eventbrite gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich verkaufe gerade ganz ordentlich Tickets für einen Livestream. Konzert, was natürlich den Druck erhöht, weil ich bin jetzt auch nicht ich habe jetzt auch nicht meinen eigenen Fernsehsender außer 3 Kameras und einen kleinen Streaming-Mischer, aber ich habe ja noch eine Woche Zeit. Mal gucken, wie das so ist. Ich mag das Gefühl sehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meiner Community es so war, dass ich ab und zu Spenden aufgerufen habe. Ich habe für Ärzte ohne Grenzen häufig gespielt, weil ich diese Organisation gerne unterstützen wollte. Und hatte in meiner Community, die, wie gesagt, da sind dann mal 40, 50 Leute im Livestream gewesen, auf Facebook Live, vierstellige Summen sind da gespendet worden innerhalb von einer Stunde. Und da habe ich gemerkt, ich habe da schon eine große Wertschätzung wahrgenommen. Kann das aber, wie gesagt, eben auch nur auf meinen auf deine Blase. Eingeschworene Community irgendwie übertragen. Ich glaube ja daran, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen hinkommen müssen, dass auch die Großen mit der großen Reichweite da vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen so ein Zeichen setzen können. Zu sagen, entweder ist es für die Branche, wo Fonds und Spendenmöglichkeiten geschaffen werden, dadurch, dass man einfach so seine Fanbase aktiviert. Jetzt mal so in die hohle Hand gesprochen, ich habe bei mir da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und mal schauen, wie es wird nächste Woche. Kleiner Ausblick, wenn wir den mal wagen wollen, gehen wir mal davon aus, dass nächstes Jahr der Live-Bereich wieder betreten werden kann, nennen wir es mal so, ist es dann perspektivisch trotzdem weiterhin für Musiker interessant, Online-Konzerte zu geben? Was meint ihr? Also ich meine, ich verfolge zum Beispiel in Amerika einen jungen Musiker, der heißt Josh Turner, ein fantastischer Gitarrist, ganz toller Musiker irgendwie, und der ist
der ist dann irgendwann auf Europa-Tournee gegangen. Das könnte er sich ja theoretisch sparen, wenn er seine große Community, die er sich bei YouTube aufgebaut hat, dann einfach online abholt. Aber das Live-Erlebnis wird dann wahrscheinlich doch wieder zurückkehren in unsere Herzen und dann auch wieder gefordert sein, oder? Ich denke auf jeden Fall, sobald das alles vorbei ist, wann auch immer das sein wird, und es wird sicherlich nicht sein, Tag X, jetzt ist wieder alles erlaubt, sondern stückweise. Ich zumindest werde die größte Party aller Zeiten feiern. Und ich glaube, viele andere werden das auch. Wir alle vermissen das. Und ich glaube auch, dass so in dem ersten halben Jahr, wo Clubs wieder erlaubt sind und wieder funktionieren, dass da auch sehr viele Leute sehr interessiert dran sein werden und wieder da Geld fließen wird, ne? Mehr als üblich. Sicherlich nicht so, dass es das kompensiert, weil wir sind ja jetzt echt schon ein Jahr auf Pause. Mhm. Es wird auf jeden Fall interessant, ob das Livestreaming dann noch parallel weiterläuft. Ich ein bisschen, vielleicht so für zwischendrin, aber ein David Guetta, wenn der jetzt jedes Wochenende für eine 500.000 Freitag, Samstag und noch einen Tag unter der Woche auflegen kann, wird sicherlich keinen Livestream mehr machen. Also vielleicht im Kleinen, für kleine Künstler, wo es sich vielleicht nicht lohnt, eine US-Tour zu machen, dass sie dann sagen, okay, für meine internationalen Fans mache ich jetzt einen Stream, die nicht zu meinem Konzert in Deutschland kommen können. Also es ist wieder abhängig so von der Größe des Künstlers. Ja. Aber ich glaube, es ist doch ganz entscheidend, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast einfach keinen Spaß daran. So, und ja, dann bringt es dir nichts. Und ich glaube auch, die Leute merken dann irgendwo, nee, du, dann warte ich lieber ein bisschen und irgendwann werde ich es wieder wirklich live genießen können. Und dann ist es für dich und für dein Following, glaube ich, einfach richtig gut. Ja, es liegt auch in der Natur der Sache einfach. Du ja, sitzt, singst und hast eine Gitarre, das sieht gut aus. Ich stehe vor so Controllern, das sieht halt nach Mist aus. Das ist keine Aktion, das ist langweilig. Ja, vor allen Dingen das, was du ja machst, also ich glaube, das, was man irgendwie als DJ machen kann, ist, oder was die Fans interessiert, ist vielleicht in der Zeit, wie sieht das irgendwie bei Martin Garrix dann aus, wenn der bei sich auf der Terrasse von seinem Penthouse oder was das dann immer da war, so, wenn er da runterstreamt. Ich glaube, da geht's ums Gesamtkunstwerk und nicht unbedingt um die Musik, sondern auch, dass die Fans nah an ihm dran sein können. Und die Art und Weise, wie du das ja sowieso jeden Tag machst und da eine Verbindung schaffst zu deinen Leuten auf einem sehr hohen, auch zahlenmäßig sehr hohen Niveau, das ist ja was, wo du vorhin ja auch sagtest, dann gehe ich lieber dahin, ne? Klar. Ja, ja. Das heißt aber, der Fokus wird dann für dich, Jan, nächstes Jahr, wenn alles wieder erlaubt ist, wieder auf die Bühnen rutschen, weil das dein Hauptvermarktungstool ist quasi. John, du legst wahrscheinlich auf, A, um den Spaß zu haben an den Partys, B, weil es dein Beruf ist, C, weil du auch Inspiration aus neuer Musik von vielen anderen dann natürlich auf diesen Reisen kriegst und so weiter. Aber bei dir wird der Fokus dann fürs Selbstvermarkten schon eher in dem Studio sein, das du dir jetzt gerade aufgebaut hast, ne? Ja, also die Videos mache ich ja eh weiter, die habe ich vorher schon gemacht, da ändert sich nichts. Auftritte wird es dann sicherlich hoffentlich wieder geben, was auch die Videos wieder interessanter macht. Aber geplant ist jetzt auch wirklich gar nichts, weil ich nicht weiß, wann wieder irgendwie was losgeht. Ich wusel mich jetzt irgendwie so durch diese Krise, die jeder irgendwie meistern muss, und hatte halt das Glück, dass ich den Channel schon vorher hatte. Es gibt jetzt viele von meinen Kollegen, die auch jetzt anfangen, YouTube-Channel aufzubauen und auch anfangen zu erklären, wie man Musik produziert, haben aber Schwierigkeiten, weil deren Fanbase sich für die Musik interessiert und weniger für, wie die Musik gemacht wurde. Also das sind klassische Festival-Leute, klassische Musikzuhörer, und auf einem Channel, der dann zig Millionen Abonnenten hat, weil da immer gute Musik hochgeladen wird von dem einen Künstler, und auf einmal kommt dann ein Tutorial, was so total nerdy ist und da sind dann die Zahlen halt schlecht, und dann kontaktieren die mich und fragen mich, wie das geht, und dann versuche ich denen das zu erklären, dass das halt einfach in der Natur der Sache ist. Die haben sich über Jahre eine andere Zuschauerschaft aufgebaut, die sich für die Musik interessiert, und bei DJs ist es ja tatsächlich so, dass deren Person, wenn man das jetzt mit Popstars vergleicht, sehr im Hintergrund ist. Also es gibt keinen Klatsch und Tratsch über DJs großartig in der Pop-A-Liga, wird halt über alles getratscht, und man weiß über die Leute auch viel mehr. Über Justin Bieber weiß jeder mehr als über irgendeinen Top-DJ. Ja, absolut. Das ist immer so, die Musik ist immer im Vordergrund gewesen und ist halt jetzt während dieser schwierigen Zeit halt auch dann was schwieriger, sich zu vermarkten. Also eine Taylor Swift hat sicherlich weniger Probleme, sich gerade zu vermarkten, weil so viele andere Sachen da sind.
Ja, der YouTube-Kanal war für mich ja damals, also als ich angefangen habe, genau das zu machen vor 5 Jahren, darüber zu reden, wie man Musik aufnimmt, war ja für mich inspiriert auch durch einen anderen Musiker, den ich bei YouTube kennengelernt habe. Graham Cochran hieß der. Der betreibt die recordingrevolution.com und Graham hat vielen Leuten beigebracht, wie man Musik macht. Ich hatte irgendwann die Idee, als ich gesehen habe, dass er so über die 100.000 Abonnenten ging, habe ich gedacht, warte mal, der redet übers Musikmachen, aber wenn der eine Platte rausbringt, dann hat er ja potenziell schon mal hier 100.000 voll, also mittlerweile hat er 1 Million, 100.000 potenzielle Käufer von seiner Platte. Und wenn von denen nur 10% kaufen, hat er im Prinzip schon einen Hit. Das habe ich dann damals auch gedacht, ich mache das so, habe seitdem keine Platte rausgebracht und natürlich auch nicht herausgefunden, ob ich die darüber verkaufen kann. John, du hast über 100.000 Abonnenten schon bei YouTube. Hast du übrigens den Button schon bekommen? Ja, der ist da. angekommen, vor 2-3 Monaten oder so. Man muss den selbst sich bestellen, also der kommt nicht einfach so. Oh. Ach, echt? Ich hatte so ein romantisches Gefühl. Ja, aber sobald du die 100.000 hast, kriegst du eine E-Mail und dann kannst du den quasi beantragen und deine Adresse und dann kommt der. Ist ein bisschen, es sieht uncool aus, aber so ist es halt. Ja, aber würdest du, wenn du das, was ich gerade gesagt habe, mal voraussetzen würdest, also von den 100.000 würden 10 oder sagen wir mal 1% die Platte kaufen, mit 10% wärst du ja schon in den Charts, wenn du heutzutage im Sommer eine Platte rausbringst, die wird 10.000 Mal gekauft, dann bist du in den Charts. Ja. Würdest du es riskieren, einen physischen Release zu machen mit dem Background? Nee. hat mehrere Probleme. Also erstens, die mir zuschauen, da ich es ja auf Englisch mache, sind aus aller Welt. Das heißt, ich glaube, nur 10% meiner Zuschauer sind aus Deutschland. Von den 100.000 Abonnenten gucken ja auch nicht alle jedes Video. Das heißt, wenn ich in einem Video meine Platte anpreise, dann sind nur 10% der Abonnenten, die das gucken. Davon sind wieder nur 10% aus Deutschland. Davon klickt wieder nur 1%. Nee. Also, nee. Das also, nein. Pushen. Also den Channel habe ich nie deswegen gestartet und er ist auch bis heute nur ein Teil und ein Beiwerk, um meine Musik zu vermarkten. Ich vermarkte auf dem Channel eher mich selbst, aber auch nicht, weil ich mich vermarkten will, sondern einfach, weil es um mich geht. Ich wollte immer und will auch so den Werdegang eines Musikers festhalten. Ja. Klar habe ich viele Vorteile dadurch mittlerweile. Aber ihr müsst euch auch immer vorstellen, ich habe den Channel die ersten 3 Jahre gemacht und hatte keinen, der mir zugeguckt hat und habe es trotzdem gemacht. Und das ist halt der Punkt. So, ne? Ne? Das also ist jetzt, klar, ich kriege jedes Plugin umsonst. Ich schreibe der Firma, kann ich Plugin XY haben? Hier bitte. Habe ich das vor 5 Jahren oder so oder vor 4 Jahren nie eine Antwort bekommen. So. Das ändert sich. Aber man muss halt durch dieses Tal der Trauer, wo man das macht, und so gut macht, wie man nur kann, obwohl es keinen interessiert, muss man erstmal durch. Und das hat man als Musiker sicherlich. Man macht Musik, veröffentlicht die und es interessiert keinen. Ja. Und muss weitermachen und dasselbe auch bei YouTube. Man muss einfach am Ball bleiben. Das ist tatsächlich auch so. Als ich ganz am Anfang angefangen habe, habe ich auch so eine romantische Vorstellung gehabt, ich stelle einfach meine Musik bei YouTube rein und dann mache ich jede Woche einen Song, auch um ein Commitment mir selber gegenüber zu haben. Also schreibe einen Song, nehme den auf, produziere den, mache ein Video dazu, stelle das da rein. Jede Woche Mittwoch, 17 Uhr kam ein neues Video und nach einem Jahr hatte ich dann, als ich das durchgezogen habe, wirklich jede Woche einen Song zu machen, auch Urlaub, Weihnachten etc. pp., so wie du auch, John, habe ich nach einem Jahr dann 100 Abonnenten gehabt und habe gedacht, das ist nicht der Weg, hier berühmt und bekannt und vor allem reich zu werden. Das haut nicht hin irgendwie. Und habe dann halt den Weg gemacht, den ich jetzt letztendlich heute gemacht habe. Aber ich kann das bestätigen. Konstanz und Konsequenz, dran zu bleiben, auch wenn es mal gerade wirklich durchs tiefe Tal der Tränen geht, ist da das Mittel der Wahl. Deswegen jetzt einen YouTube-Kanal aufzumachen und zu meinen, damit starte ich jetzt durch, ist heute noch schwerer als vor 5 Jahren, als wir damals angefangen haben. Jetzt ist aber deine Musik, John, ist ja sowieso nicht eine Musik, die man jetzt physisch hat. Im Gegensatz zu Jan, da komme ich mal zu Jan, deine Musik ist ja durchaus eine Musik, die man sich tatsächlich auf einer Platte kaufen würde, die man zelebriert, die man sich kauft, auflegt, Nadel drauf oder zumindest sich einen ruhigen Moment schafft, um sich das zuzulegen, wohingegen die Musik von John ja tanzbar ist, definitiv. Ne? Wer antwortet? Entschuldigung, Jan habe ich angesprochen. Kann ich so bestätigen, ja. nee, in der Tat. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Nach all den Jahren, wo ich halt immer nur darauf gewartet habe, ruft die Plattenfirma an, schreibt eine Mail, hey, es läuft gerade gut, wir haben die und die Rotation, die und die Chart-Entries.
fand ich es total spannend zu sehen, wie ist das nach dem Konzert, direkt von der Bühne an den Merchstand zu gehen und nicht darauf zu warten, dass mich irgendwer abfeiert und sagt, da ist er, den habe ich doch gerade noch auf der Bühne gesehen, sondern auf die Leute zuzugehen und sagen, hey, schön, dass ihr da wart. Wollt ihr noch eine Vinyl kaufen? Wollt ihr noch eine CD kaufen? Ich habe welche dabei. Soll ich drauf unterschreiben? Und ich musste mich total überwinden, weil ich dachte, ich dränge mich jetzt quasi auf so richtig. So, hallo, hier bin ich. Aber habe das gemerkt, habe das auch von so ein paar amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, so dass es der normale Weg sein kann. Ein Weg natürlich. Ein Weg. Und das war, ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil ich merke auch, dass alles, was 2015, 16, 17 physisch noch ganz gut funktionierte, wenn man direkt nach dem Gig was verkaufte und direkten Bezug da war. Ich weiß nicht, ob ich es in das Jahr 2020, 2021 übertragen kann, weil ich glaube mittlerweile, dass sogar meine Mutter auf ihrem iPhone Musik hört, ja, über ein Bluetooth. Und ich glaube, selbst da wird es langsam schwierig. Wo ist nochmal eigentlich dieses Gerät, wo man eine CD reinstecken kann? Funktioniert das eigentlich noch? Weil so. Ja, da will ich nicht zu romantisch sein. Ja, ich hatte mich neulich in einem Interview auf meinem Kanal mit einem Musiker aus Norddeutschland unterhalten, die gerade Anfang 2020 eine CD gepresst haben und die haben jetzt die komplette Garage voll liegen, weil erstens konnten sie nicht live spielen, das war die Hauptvertriebsplattform für die, also live spielen und danach die Platten verkaufen. Und B aber auch festgestellt, die CD an sich ist klassisch tot. Er sagt, das nächste Album kommt auf Vinyl oder eben als Online-Veröffentlichung, aber eine CD werde ich im Leben nicht mehr machen. Seht ihr das ähnlich, John? Definitiv. Also ich habe bestimmt seit 8 Jahren kein CD-Laufwerk mehr. Weder an irgendeinem Rechner, bin immer auf Mac und die haben ja irgendwann die CD-Laufwerke weggehauen. Und ich bin auch froh, ich mag die Dinger nicht. Vinyl, ja, habe ich alle noch, schmeiße ich nie weg. Aber CDs, das ist einfach ein Medium, das ist so unsexy irgendwie. Die zerkratzen, die liegen rum, die Hüllen sind irgendwie fallen auseinander. Mochte ich nie. Vinyl, ja, kaufe ich mir auch sogar ab und zu nochmal, aber dann eher so für Stranger Things den Soundtrack, so Sachen, die ich einfach besitzen will. Ja. Und zu mal irgendwie hin und das Cover ist schön. Ich glaube auch, dass Bands, Musiker, die Live-CDs verkaufen, mehr und mehr auf Merch, also T-Shirts, Schlüsselanhänger und so Sachen gehen werden müssen. Und ich glaube auch, dass das relativ gut laufen wird und die CD vielleicht sogar kompensiert. Aber da ist die Vinyl dann auch eher Merchandising als Transportmittel, als Medium für Musik, ne? Also ich überlege, hier hinter mir steht zum Beispiel eine Platte von den Fearless Flyers. Wann habt ihr das letzte Mal gespielt? und die Platte, ich meine, ich habe eh schon alle Songs da. Die Platte steht da einfach, weil ich mich freue, dass ich die Jungs damit unterstützen konnte und dass ich sie habe, physisch anfassen kann. Ich habe sie noch nicht ein einziges Mal aufgelegt. Also. Ja, Jan, Selbstvermarktung. Was vermarktest du in naher Zukunft von dir selbst? Na, also ich habe halt gemerkt, dass ich dadurch, wenn ich live auftrete, dass ich durchaus andere Kontakte auch dadurch entstehen. Ich arbeite ab und zu als Coach, als Speaker für Firmen. Habe natürlich auch dadurch, dass ich so ein bisschen Erfahrung sammeln konnte in der Fernsehwelt bei The Voice of Germany in einigen Staffeln. Habe da natürlich auch so ein paar Kontakte geknüpft und arbeite auch da immer mal wieder mit so. Ich sehe das Ganze so ein bisschen als so ein Gemischtwarenladen, ehrlich gesagt. Also für mich gibt es nicht die eine Plattform, aber es ergeben sich immer Dinge so. Also bei mir ist, ich habe mich irgendwann sehr stark gefragt, warum habe ich nochmal angefangen, Musik zu machen? Ah, genau, dieses Gefühl. Da wollte ich wieder so ein bisschen hin. Ich verstehe jeden, der sagt so, nee, wäre nichts für mich, aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe jetzt Weihnachten, bestellen die Leute bei mir in meinem Bandcamp-Shop Vinyle und eine Kassette kann man auch noch bestellen. Geil. So, ich darf jetzt den Aufwand und das, was das bedeutet, dürfte ich jetzt in der Excel-Tabelle nicht rechnerisch gegeneinander halten. Mir gibt das aber was und es setzt Energien frei und dadurch entstehen Dinge. Und so bin ich auch gut durch, oder vor allen Dingen ja im Vergleich zu vielen anderen, glaube ich, konnte ich mich glücklich schätzen, irgendwie ganz gut durch dieses Jahr gekommen zu sein. Insofern, ja, ist ein Gemischtwarenladen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich weiß, dass, wenn ich weiter Musik mache, wird irgendwie was passieren. Und ja. Ja, aber viele Standbeine ist auch das Stichwort für John. Das wirst du ja auch mehr und mehr gelernt haben, ne? Ein Standbein brauchst du nicht bringen, ne? Also das ist ja bei dir auch wirklich sehr divers. Bei mir
Also ich habe ungefähr 10 Einnahmequellen und die machen ungefähr alle das Gleiche. Deswegen, dass jetzt nichts weggefallen sind, hat jetzt gar nicht so wehgetan. Dafür habe ich mich auf die anderen konzentriert und das wieder eigentlich quasi abgefangen. Würde ich jedem anderen auch so empfehlen heutzutage. So, man kann sich nicht auf die eine Sache verlassen, dafür ändert sich die Welt zu schnell. Das Internet beschleunigt Sachen, ändert sie. Und man muss da eigentlich auf Zack bleiben und darf sich auch dem Neuen nicht verschließen. Also jemand, der jetzt sagt, aus Prinzip will ich auf Spotify meine Musik nicht haben, weil ich für Vinyl nur die wahre Möglichkeit, Musik zu hören, der wird halt echt schwierig das haben. So, nicht machbar. So. Und diesen Stolz muss man was weglassen und sich einfach angucken, was so als nächstes kommt und dabei bleiben. Ja, und wach bleiben und aufmerksam bleiben auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte. Und wirklich, gerade im Moment, also wer schläft, ist schnell weg. Ja, man, auf der einen Seite entschleunigt sich die Welt so ein kleines bisschen, auf der anderen Seite, wenn du gerade bei den digitalen Medien nicht am Ball bleibst, dann läuft die Welt ohne dich weiter wahrscheinlich. Ne? Exakt. Ja. Ich glaube einfach, dass man selbst aus einer Nische heraus, wenn man eben sich nicht zu schade dafür ist, wirklich viele Sachen selber zu machen, weil natürlich gerade Personalkosten etc. schnell natürlich Budgets auffressen, dass man aus einer Nische heraus sehr, sehr gut agieren kann und glaube ich, auch einigermaßen krisensicher ist, wenn man halt genau weiß, wo sind die Menschen, die auf die Marke, auf die Musik, die das wirklich mögen, und dann wird das auch einen Weg finden, glaube ich. Also da gibt es eben, das fasziniert mich in der heutigen Zeit einfach. Gerade das finde ich eben in der elektronischen Musik so spannend, weil da gibt es eben keine Grenzen. Das ist, kann halt einfach von jetzt auf gleich weltweit gehen. Und ja, das ist ja das beste Beispiel für Jan. Ne? Deine Stimme ist auf einem weltweiten Hit gewesen. Das ist eine Sache, die heutzutage, John, du bist das beste Beispiel dafür. Du arbeitest mit Musikern aus der ganzen Welt zusammen, kriegst von denen quasi Gesangssamples und baust daraus einen Hit irgendwie. Letztendlich, Jan, du hast auf Infinity gesungen, damals von Guru Josh Project. Welthit, möchte ich behaupten. John arbeitet noch am Welthit, aber kommt dem Schritt für Schritt näher und wird da vielleicht auch einen neuen Jan Löchel irgendwann entdecken, dass irgendeine Stimme aus hinter Ghana vielleicht sein könnte, aber trotzdem halt den Sex und diese geile Stimme hat, die dann quasi deine Musik so weit veredelt, dass du den Hit haben könntest, oder? Ja, also ich denke, heutzutage liegt es nicht mehr am Equipment, nicht mehr an dem, wo du wohnst und was du machst, solange du einen Internetanschluss hast. Kannst du mit, wenn du fähiger bist und es mehr willst als der Rest, alles erreichen eigentlich. Also es gibt keine Grenzen. Jeder kann bei YouTube ein Video hochladen. Es gibt keine Beschränkung. Jeder kann es. Du musst es nur wollen und mehr machen. Dasselbe für Spotify. Da ist ein bisschen komplizierter. Du brauchst halt irgendeinen kleinen Vertrieb dazwischen. Aber es ist ein Klacks. Das ist in 10 Minuten erledigt. Ich könnte heute einen Song aufnehmen und morgen bei Spotify drin haben. Ja. Es liegt an den Leuten einfach selbst, dass sie verstehen, wie dieses Spiel gespielt wird und das auch ordentlich spielen, weil es gibt Spielregeln, es gibt Strategien, die einen weiterbringen. Wenn man sich die aneignet und durchzieht, ist der Erfolg eigentlich garantiert. Ja, durchziehen ist aber, glaube ich, das Stichwort. Aber wir halten fest, wir werden wahrscheinlich nicht Millionäre, wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Wir wollen nur gut rüberkommen und gut rüberkommen. Auch das haben wir zumindest dieses Jahr geschafft auf vielen verschiedenen Standbeinen. Und Musik hat auf jeden Fall heutzutage durch die Demokratisierung der Veröffentlichungsmedien viel mehr Möglichkeiten, gehört zu werden, als das noch vor 10, 15, 20 Jahren gewesen ist oder so. Ja. Freunde, ich bedanke mich für eine tolle Dreiviertelstunde mit euch. Ich verweise nochmal auf die Homepage von janlöchel.de. mit OE bitte schreiben, janlöchel.de von John Sein. Schaut bei beiden rein, hört euch eure Musik, hört euch die Musik an, die beiden machen, schaut in die Videos rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, schaut auch beim Recording-Blog vorbei, bei YouTube oder im Internet unter recordingblog.com, und ich verabschiede mich jetzt in einen fantastischen Samstag, bedanke mich bei meinen tollen Gästen und hoffe, dass wir uns bald irgendwann, irgendwie, irgendwo und vor allem gesund wiedersehen. Macht's gut. Yes, ja, vielen Dank an euch beiden. Ciao. Vielen Dank, euch auch. Alles Gute. Danke.